Animal Crossing, jetzt habe ich es wieder. Ich probiere jetzt mal ein paar Aliens durch. Weil letztendlich werde ich... Okay, das kann ich nicht löschen. Ist auch so ein bisschen Trial and Error. Gut, die zwei wollen nicht miteinander. Schau mal dieses Alien an. Das geht nicht. Das ginge theoretisch. Was wird es? Es war jedenfalls richtig. Okay. Ein... Okay. Ja gut, sagt man denn nein, oder? Wenn du es nochmal speicherst, dann kannst du mal ein bisschen probieren. Genau. Lebensgefahr. Das geht nicht mehr. Das geht auch nicht mehr. Ich glaube, ich kann dieses Alien jetzt mit der Wand hier verwenden. Das lässt dich durch sogar. Ah, okay. Uiuiui. Ui. Man, anderen Safe, anderer Name. Anderer Name. Mal Lebensgefahr. So. Ich kann das nicht verwenden. Ich kann das auch nicht mit verwenden. Ich glaube, die zwei Mischen geht sowieso nicht. Dann musst du voran. Ich verwende es einfach mal, ja. Das war, glaube ich, richtig. So ein Teleporter nach oben war es, glaube ich. Genau. Interessant. Ich hol mir noch mal schnell einen Amaretto Cola. Bin gleich wieder da. So, ich bin der Meinung, wir treffen jetzt auch hier. Genau, das ist Curtis Craig da vorne. Der eigentliche kleine Curtis, den man in den Zwischensequenzen gesehen hat. Schau mich nicht an! In deinem eigenen, schwerenden Gehirn. Ah, das wird jetzt interessant. Wir haben jetzt einige kleine Flashbacks. Da darf man nichts falsch machen, oder? Schauen wir doch mal, woraus kleine Mutantenjungs bestehen. Aber nichts da. Dr. Merrick, ich werde Ihre Pläne durchkreuzen. Hm, nice. Ah, ich glaube, das war falsch. Oder? Na, so falsch war es gar nicht. Ich liebe dich, Curtis. Auch wenn du mich mit Terrys betrogen hast. Ich liebe dich. Jossi. Eieiei. Ich liebe dich zu sehr, um dich je wieder loszulassen. Oder ich weiß nicht, muss ich jetzt auf sie eingehen? Oder muss ich gar nichts machen? Ich weiß es gar nicht. Gar nichts vielleicht? Lass mal, du hast ja gespeichert. Ich mach mal gar nichts, ja. Das andere mit dem Typen weißt du ja. Du kannst gehen. Ich kann gehen, ja. Hast du jetzt nichts gemacht? Ich hab nichts gemacht. Und das war falsch. Also, du darfst anscheinend auch nicht rausrennen. Weil ich glaube, da kommt's aufs Gleiche raus. Ich verwende sie mal. Verwende sie. Ja. Ich liebe dich, Baby.
Nun, auf so eine Freundin könnte ich eigentlich persönlich jetzt verzichten, ne? Nee, das war auch falsch. Oder? Ja. Was musst du mit der Alten machen dann, sag mal? Aber du kannst ja nichts machen, außer wegrennen. Du hast nichts im Inventar. Ich versuche jetzt mal wegzurennen, weil das ist das Einzige, was ich jetzt noch auf Anhieb gesehen habe. Nee, das ist wieder die Sequenz. Okay. Hilfe. Ich konnte die Waffe verwenden. Die Waffe? Ja. Ah, fein, fein. Also Merrick und Joss haben wir jetzt schon mal. Das wird jetzt interessant hier. Wintec, etwas zerstört. Ich habe mich schon gefragt, wann du endlich deinen faulen Arsch hierher schleppst. Trev? Eieiei. Gottes. So, ich habe meinen Ausweis verloren. Tom? So, und ich glaube, ich muss meinen Ausweis jetzt nämlich wieder bekommen. Tom, glaub mir doch. Das war nicht meine Schuld. Das war nicht meine Schuld, Tom. Ha. Lass mich in Frieden! Komm doch näher, Rattenkönig. Du hast da was im Auge, weißt du? Trev, bitte. Oh Gott, Trevor, bitte tu mir nichts. Aber Curtis, ich will doch nur diesen Kuss. Eieiei, wo ist der Ausweis? Ich weiß es nicht wirklich. Ich glaube, es war nicht gut, ne? Ich glaube es auch nicht. Nein! Nee, ich glaube, du solltest nicht irgendwie mit denen reden oder so. Ah ja, genau, ich kann nach unten. Mein Ausweis nehmen? Den muss ich jetzt nämlich mit der Tür verwenden. Ah, okay, okay, ich verstehe. Scheiße! Borderline? So, nun. So. Du kannst ihn verwenden, den Hebel da? Wolltest du den auch verwenden? Den Hebel, genau. Hebel verwenden. Das
sorry, aber das war jetzt doch irgendwie lustig. Da weiß ich noch, ich muss jetzt meine Mutter umarmen. Ich hab dich lieb, Mami. Ja, das war wohl nix. So, Curtis. So, wir haben Curtis besiegt und müssen jetzt wieder Endspurt, in unsere Welt zurück. Ah. Genau, das Glibber brauchen wir, glaube ich, als Kleber, oder? Kontakt, glaube ich. Als Kontakt? Oder Kleber, irgendwie sowas, ja. Und das Rätsel, das da kommt, habe ich nie richtig kapiert. Irgendwie jetzt. Ich habe es, glaube ich, zweimal durchgespielt, das Spiel, und jedes Mal irgendwie funktioniert. Ich hab's auch nicht verstanden. Einmal war ich ja mit dir da gesessen. Vor Jahren. Besonders, du kannst es ziemlich mal angucken. Ach nee, warte mal, lass jetzt nach oben schauen. Ach genau. Nimm's einfach mit, oder? Okay. Okay. Geht das jetzt irgendeine Masse? Da ist nämlich irgendwo ein offener Kontakt. War das jetzt sogar hier? Hm. Musst du das Ding erst anschalten oder so? Ja, ich glaube, es geht erst an, wenn ich diesen Kontakt eben überbrücke, aber ich sehe hier gerade nichts, wo ich verwenden kann. War das jetzt sogar. Das ist irgendwas da doch geleckt, oder? Da konnte ich gerade irgendwas verwenden. Das hab ich nicht gesehen. Sicher, dass das nur. Ah, stopp! Ja. Doch, da. Genau, richtig. Das müssen wir jetzt nämlich zukleistern. Fein. Jetzt ist oben. Diese Konsole an. Dachte ich zumindest immer. Scheiße. Auf jeden Fall ist es zugekleistert. Das ist ja schon mal ein Anfang. Irgendwie, du hast ja noch zwei Alien-Viecher. Ich weiß ja nicht, was du noch mit denen alles anstellen musst. Das ist das Herz von Curtis? Also bevor du die Konsole anschaust, kannst du nichts verwenden, ne? Also wenn du sie nicht anklickst. Ich kann sie nur anklicken. Schau mal, ob ich so direkt das Ding verwenden kann. Uiuiui. Nee, das muss schon hier irgendwo was sein. Aber ich sehe beim besten Willen nichts. Uiuiui. Okay, wir sind
schauen wir uns mal um, vielleicht haben wir irgendwo was. Wir sind gleich wieder da, oder wenn was Interessantes kommt, bis gleich. Okay, wir sind weitergekommen bei diesem komischen Kraftfeld. Nach vielleicht 2 Minuten Inaktivität, naja, wenn überhaupt. Diesen kleinen Knubbel hier können wir mit dem Herz von Curtis verwenden. Wahrscheinlich füttern wir ihn jetzt damit. Ist das das Herz von Curtis? Gott, jedenfalls ist es wie ich knuffig. Nimm mal das Viech mit. Ja, so. Wir haben jetzt dieses komische Viech mitgenommen. Schau ich mal kurz, können wir das kreuzen mit dem? Nein. Aber, ich habe nämlich noch was gesehen. Bei dem Portal leuchten oben 4 grüne Kugeln. Und links am Rand plus 3 Kugeln. Und wenn ich da jetzt hingucke, kann ich sicherlich... Genau. Und jetzt die Konsole an. Jetzt nehme ich das Saft wieder an. Na, olé. Sehr schön. Und das wird jetzt ein doofes Rätsel, weil, wie gesagt, keine Ahnung, wie das genau funktioniert hat. Irgendwie jetzt irgendwann mal geklappt. Machst du trotzdem mal ein Save? Ich kann mal kurz ein Save machen, so kurz vor Ende. Ja. Kurz vor knapp. Kurz vor knapp. So. Mi. Und ich glaube, genau. Oh Gott. Wir können hier mit dem Laser abschießen. Wie können wir das eigentlich nochmal triggern? Okay. Genau, dann ich glaube, wir können hier triggern, wohin er dann schießt. Wir haben hier... Genau, wir sehen links am Rand sind so Kontakte. 4 Stück von oben nach unten, links oben. Ihr seht leider den Mauszeiger nicht. Von oben nach unten blau, türkis, so rot, orange, lila. Verknüpft mit rot, orange, lila, blau, grün. Und rechts unten haben wir dieselben Kontakte. Und ich bin der Meinung, wir müssen die... Genau, wir können die jetzt nämlich nehmen. Orange ist in blau. Komisch, ich kann nur die oberen mit den oberen vertauschen. Okay, warte mal, blau ging hier in orange rein. Obwohl, nee. Orange und blau ist ja auch da. Ja, genau. Dann schauen wir mal, dann ging... Grün in dunkelrot? Genau. Dann ging das rot in das blaue. Genau wie orange. Ja, oder das halt. So, ne? Ja, und das rote? Und das orangene? Und das blaue, genau. So, hier können wir Musik triggern. Oh, ich sehe gerade, unten haben wir auch noch die Kontakte. Parallel hierzu. Orange mit lila, dann grün und dann das hier. So. Und jetzt können wir nämlich nochmal einen Laser... Was ist denn das hier unten gewesen? Konnte ich nicht verwenden. Schießen wir mal so. War's das schon? Nein, ne? Auf jeden Fall läuft irgendwas. Ich kann auch die hier nämlich ändern. Schieß mal mit dem Laser auf. Auf rot, gelb und dann blau. Ich meinte eigentlich auf das Dreieck. Mal kurz. So meinst du? Mhm. Jetzt auf gelb und dann auf blau, dachte ich jetzt eigentlich. Weil rot, gelb, blau leuchtet nacheinander. Das kannst du ja genau rot. Gelb. Jetzt auf blau. Blau. Hätte ich auch sein können. Alles ist noch nicht aktiv, ne? Aber die Kontakte sind, glaube ich, schon richtig gesteckt. Du denkst auch, dass die Kontakte zumindest richtig sind. Okay, oh. Kann ich hier noch irgendwie Energie aufladen? Und kann ich hier noch Energie reinschicken? Was ist denn das? Da unten ist halt noch keine Energie, ne? Wo meinst du unten? Ja, unten einfach. Bei den anderen Kontakten leuchtet noch nichts unten. Hä? Es läuft rückwärts, ne?
VW, das wird noch interessant. Es ist das letzte große Rätsel, das wir lösen müssen. Und ich verstehe es auch nicht. Wir müssen einfach nur alles irgendwie anschalten. Bestimmt eine Logik dahinter. Bestimmt, aber jetzt beim dritten Mal immer noch. Ich verstehe sie nicht. Es hört sich an, als ob irgendwas angeschaltet wurde. Kein Plan. Ah, wir haben es geschafft. Irgendwie. Ach, das war's? Oder bist du einfach nur rausgekommen? Oh, ich bin aus. Ich bin einfach rausgekommen. Scheiße. Darfst du jetzt alles nochmal contacten? Ja. Ach, das schneid mal wieder. Okay. Wir glauben, wir haben es langsam raus. Gelb-blau. Es wurde zuerst nicht angezeigt. So. Schieß, Daniel, schieß. Ich krieg Kopfschmerzen von diesem Rätsel. Rot. Gelb. Blau. Hast du gut gemacht. Ich glaube, du hast es somit unterbrochen. Ich habe es unterbrochen? Ja, mach mal rot, gelb, blau. Okay. Das Ding hat nämlich gerade irgendwas geladen, bevor du irgendwas gedrückt hast. Gelb. Blau. Warten. Schau, weil das Ding da sendet jetzt irgendwas ab. Jetzt, ne? Ah! Schau, und das Herz pumpt. Oh, wir haben es geschafft. Das Portal ist offen. Halleluja. Dieses Rätsel war ja furchtbar. Gut, das Portal ist offen. Wir können wieder zurück in die richtige Welt. Und somit haben wir Phantasmagoria durch. Gleich. Ja. Joss. So, was mache ich? Portal oder Joss? Ich würde sagen, ein Save. Ich würde Joss nehmen, oder? Nehmen wir Joss? Nehmen wir Joss. Happy End. Kannst du dir vorstellen, dass ein Haustier wie Paul Warner all diese Leute gekillt hat? Na, kann ich das. Diese Manager-Typen sind doch alle verrückt. Wo wird er jetzt wohl sein? Ja, der sitzt in Panama und frisst Leber mit dicken Bohnen. Du wirst ihn mögen, den Bikini, bestimmt. Er ist nämlich so winzig, ich schwör's, so winzig.
Und ich habe ganz starke Sonnencreme gekauft, weil ich weiß, wie schnell du verbrennst. Oh, es wird wundervoll. Blaues Mittelmeer und sonniger Sandstrand. Du wirst es nicht bereuen, Curtis, das weiß ich. Ikes? Also der Blick von okay, Curtis war jetzt echt Hammer, als die Joss das gesagt hat. Juhu! Das schauen wir uns gleich an, die Credits. Oh, lech! Schocke! Mann, Mann, Mann. Und wir schauen uns jetzt trotzdem nochmal das Alternative-Ende an. Ich glaube, ein paar von euch wollen es ja so bestimmt sehen. Super, was für eine Alternative, Emil. Da fand ich das andere lustig. Ich hab's vorher ein bisschen versaut, muss ich zugeben. Da entschuldige ich mich bei der Zuschauerschaft. Ich habe die Credits, glaube ich, zu schnell abgebrochen. Weil diese Sache mit dem P.A. Warner-Kopf von gerade eben, die hat mich schon ziemlich überrascht, muss ich zugeben. Ja, mich auch. Ich bin jetzt voll erschrocken, ey. Ich alter auch Schwede. Irgendwo. Ja, das war Phantasmagoria 2. Nette Musik. So richtig schöne 80er, 90er. Jetzt kann ich es ja endlich ich nix Deutsch, ich glaube, ich habe schon zu viel Amaretto Cola. Jetzt kann ich es endlich rauslassen. Ich fand, der Curtis sah ein bisschen aus wie irgendwie einer von Marilyn Mansons Band. Also der, weißt der du, echte der, Curtis. Der echte Curtis. Der hat irgendwie perfekt in so eine Goth-Rock-Band so ein gepasst. Oder irgendwas, ne? Ja, irgendwie, ja, sowas in der Art. Halt. Genau, das war von Phantasmagoria 2, Labor des Grauens. Ich hoffe, es hat getaugt. Ja, ich hoffe es auch. Ich denke mal, das hat auch vielen getaugt. Wer übrigens sagte, das Spiel ist krass, jetzt von den Szenen her. Also wir überlegen uns noch, ob wir ein anderes Spiel vorstellen, das sich Harvester nennt. Ja, H-A-R-V-E-S-T-I-R. Und ihr könnt ja mal auf Wikipedia nachlesen, Harvester Videogame, um was es in dem Spiel geht und warum es denn so kontrovers behandelt wird. Das ist aber zu Recht auf dem Index, zu Recht. Muss ich sagen. Und ich weiß auch nicht, ob das Let's Play tauglich wäre, einfach von der Krassheit her. Ja, das ist am Anfang ist es ja noch in Ordnung, ja, weil man sich da noch nicht so wehren kann. Ja. Aber je mehr das Spiel fortschreitet, desto krasser wird's. Schauen wir mal, was aber wir als nächstes machen. Moment, jetzt gucken wir nochmal kurz. Ah ne, das ist nur Warners Kopf, der hier irgendwie hängt. Super! Ja, wir können schon noch weiterreden, auch wenn die jetzt ein schwarzes Bild haben. Also, wir hoffen, es hat euch gefallen und ja, wir sehen uns bald wieder beim nächsten Let's Play. Genau. Mal schauen, was es wird. Lasst euch überraschen. Bis denn. Tschüss. Ade.